Kapitel 3. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Der Weg in die Freiheit führt nach innen. Er führt in die direkte Erfahrung jener Gegenwart, die du anrufst, wann immer du denkst, ich bin. Sie ist das sprichwörtliche Leben in dir, das keine andere Ursache hat als sich selbst. Sie ist der Schöpfer deines Körpers und sie ist die Grundlage aller Erfahrungen, die du in dieser Welt machst. Du bist nichts Geringeres als die direkte Verkörperung dieser unzerstörbaren Gegenwart und ihre Steuerung obliegt nur dir. Ihr sind keine Grenzen gesetzt und daher sind auch dir keine Grenzen gesetzt. Sie kann dir sprichwörtlich alles eröffnen, was du in ihrem Namen verfügst. Das tut sie schon dein ganzes Leben lang. Und was immer schief in ihm verlief, geschah entsprechend deines schiefen Glaubens. Es gibt unzählige Arten des Glaubens, doch nur einen einzigen, der dich befreien wird. Es ist der Glaube in dich selbst und die Macht, die deinem Leben zugrunde liegt. Bisher glaubst du an das, was dir von anderen beigebracht wurde. Und hierin liegt die Ursache der Fremdbestimmung, des Mangels und der Ohnmacht, die du bisweilen erlebst. Um dir das Verständnis dafür zu erleichtern, wie es hierzu kam, will ich mich an dieser Stelle nur auf das beschränken, was dir bekannt ist, nämlich das Offensichtliche. Alles Weitere würde zu weit führen. Kapitel 4: Selbstvergessenheit. Der einzige Unterschied zwischen Ihnen und mir besteht darin, dass ich das alles nicht glaube. Die Welt, die Sie zu sehen glauben, ist ein Trugbild. Sie ist nicht echt. Sie ist eine Fata Morgana. Zitat Sonsanim. Einst wurdest du geboren und kamst in die Obhut jener Menschen, die dir all das gaben, was du damals zum Leben brauchtest. Hierin waren sie offensichtlich erfolgreich und hierfür solltest du ihnen für immer dankbar sein. Neben dem Lebensnotwendigen gaben sie dir auch vieles andere mit auf den Weg. Die Menschen nennen es im Allgemeinen Erziehung. Hierbei ging es im Wesentlichen darum, dich zu einem Menschen zu formen, der den Erwartungen seiner Umgebung entsprechen und die Welt so sehen würde wie alle anderen. Was dir zum damaligen Zeitpunkt jedoch nicht bewusst war, ist die Tatsache, dass es sich bei all den Erklärungen lediglich um die beschränkten Vorstellungen, Gedanken und Überzeugungen derjenigen handelte, die dieses Wissen an dich vermittelten. Um dir zu verdeutlichen, worauf ich hinaus will, möchte ich dich kurz daran erinnern, was dir einst über dich, über andere und die Welt gesagt und gezeigt wurde. So wurde dir zum Beispiel erklärt, wer du bist, wie du bist, was du kannst, was du nicht kannst, was dir möglich ist und was nicht. Wenn du dir all diese Botschaften aus heutiger Sicht ansiehst, kannst und solltest du dich fragen, ob sie wirklich etwas mit dir, deinem Wesen und deinen wahren Möglichkeiten zu tun hatten. Hatten sie wirklich etwas mit dir
deinem Wesen und deinen wahren Möglichkeiten zu tun? Ja oder nein? Falls du zu dem Schluss kommst, dass sie nichts mit dir und deinem Wesen zu tun hatten, dann solltest du sie so schnell wie möglich fallen lassen, denn sie werden dich niemals befreien und in die Wahrheit erheben. Doch was bliebe eigentlich von dir und deinem bisherigen Leben übrig, wenn du dir alles vergäbest, was dir beigebracht wurde? Zunächst einmal wärst du augenblicklich von allen Belastungen frei, die sich aus deiner persönlichen Geschichte ergeben. Bedenke nur, wie viel Leid du dir selbst und anderen schon zugefügt hast, weil du entsprechend deiner Geschichte wahrgenommen, gedacht, gefühlt und gehandelt hast. Stell dir vor, wie unvoreingenommen du zu denken, zu fühlen und zu handeln fähig wärst, wenn du nicht länger durch die Konventionen deiner Familie, deines Landes und deines bisherigen Glaubens befangen wärst. Wie glaubst du, sähe dein Leben wohl aus, wenn du frei wärst? Was hätte noch Bedeutung? Was würdest du tun? Mit wem wärst du verbunden und auf welcher Grundlage? Wie wäre es, wenn du von aller Schuld frei wärst, die du dir selbst vorhältst und die dir von anderen vorgehalten wird? Wie wäre es, als freies und unbescholtenes Wesen zu leben? Macht dir diese Vorstellung Angst? Erscheint es dir vielleicht sogar verantwortungslos, überhaupt in diese Richtung zu denken? Gleichgültig, was du hierüber denkst, so hat und hatte all dies von Anfang an sowieso nie etwas mit dir zu tun. Warum? Ganz einfach deshalb, weil du bereits am Leben warst, bevor du dir all den Unsinn, von dem du heute glaubst, dass er etwas mit dir zu tun hätte, zu eigen gemacht hast. Und so, wie es ein Leben zuvor gab, so wird es auch ein Leben geben, wenn du dich von deinem alten Glauben gelöst hast. Der einzige Unterschied wird nur darin bestehen, dass du dann endlich damit beginnen kannst, dein eigenes Leben und deine eigene Wahrheit zu leben. Kapitel 6. Die Wahrheit. Die schlichte Wahrheit ist die, dass du am Leben bist. Alles andere ist verhandelbar. Die Worte "Ich bin" sind der direkte Ausdruck dieser essentiellen Wahrheit. Und wenn du dir ihrer Bedeutung bewusst wirst, wirst du alles wissen, was du wissen musst. "Ich bin" bedeutet "Hier bin ich" und "Ich lebe". Wie du lebst, hängt indessen davon ab, welche Bedeutungen du dir, deinem Sein und der Welt gibst. Du kannst dir und deinem Leben jede Bedeutung geben, die du ihm geben willst. Du kannst dir die besten und die schlechtesten Bedeutungen geben. Die Wahl liegt letztlich bei dir, und was immer du wählst, das wirst du erleben. Wenn du es unbedingt willst, kannst du dir die allerschlechtesten Bedeutungen geben. Und auch wenn es nichts Gutes bringt, ist es genau das, was die meisten Menschen Tag für Tag tun. Um krank zu werden,
brauchst du niemanden anders, der dir das Leben schwer macht. Du kannst es ganz alleine, denn deine Wünsche gehen genau so in Erfüllung, wie du sie verfügst. Wann immer du denkst, ich bin krank, es geht mir schlecht, ich bin müde, wirst du entsprechendes verkörpern. Denn durch deine Gedanken formst du deine Realität. Du wirst genau zu demjenigen, was du denkst. Glaub es oder glaub es nicht. Doch so ist es. Du kannst es selbst überprüfen. Der Raum ist grenzenlos. Du bist es, der ihn formt. Deine Möglichkeiten sind absolut grenzenlos. Du könntest alles haben, wenn du es dir gestattest. Sowohl deine inneren sowie deine äußeren Realitäten sind selbst erschaffen. Sie sind von dir gewählt und von dir bestimmt. Deine Vorstellungen sind der Rahmen, der deine Welt umfasst. Du selbst bist es, der den Claim absteckt, in dem dein Leben stattfindet. Doch es gibt eine Welt jenseits des Zauns, den du dir selbst errichtet hast. Du bestimmst, ob du in einem Land der Fülle oder in der Wüste lebst. Alles hängt davon ab, was du pflanzt, und deine Gedanken sind die Samen, die du in der Weide deines Bewusstseins pflanzt. Du wirst ernten, was du säst. Wann immer du dich mit negativen Gedanken erfüllst, setzt du Ursachen dafür, dass negative Menschen in dein Leben treten. Wann immer du dich schlecht behandelst, werden dich andere ebenso schlecht behandeln. Ist es nicht so? Wenn du Gutes erfahren willst, musst du endlich damit aufhören, dir und anderen schlechte Bedeutungen zu geben. Wenn du es nicht glaubst, dann beschäftige dich für einige Zeit intensiv mit üblen Gedanken und halte beständig an ihnen fest. Ich gehe jede Wette mit dir ein, dass sich dein Leben innerhalb kurzer Zeit verändern wird. Allerdings nicht zum Besten. Doch du kannst es auch umgekehrt machen. Kapitel 7: Möglichkeiten. Du bist zu weitaus mehr in der Lage, als du es bis jetzt zu denken hast.